Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Kameraporträt. Ja, ich weiß, hat es länger nicht gegeben, wird mal wieder Zeit. Und ich habe heute auch ein wirklich außergewöhnliches Exemplar ausgesucht. Nicht, weil die Kamera irgendwie so, natürlich ist sie besonders, aber nicht so was etwas Besonderes, sondern sie ist eine Kamera, die eindeutig unter dem Radar geflogen ist, für die meisten gar nicht so wirklich auf dem Schirm war und die trotzdem, naja, ganz außergewöhnliche und spannende Features hat. Die Rede ist von der wunderbaren Pentax LX. LX deswegen, weil sie zum 60-jährigen Jubiläum der Firma Pentax auf den Markt gekommen ist und ansonsten passte L nach M auch prima in die Nomenklatur. K gab es ja sowieso, das Bajonett heißt auch Pentax K Bajonett. Also von so her, die Pentax LX passt da prima in die Namensgebung rein und LX mit den römischen Ziffern auch gleich fürs 60-jährige Jubiläum. Ja, die sieht auf den ersten Blick nicht so spektakulär aus, eher wie so eine ganz typische Prosumer hochwertige Spiegelreflexkamera aus der Zeit, 1980 bis 2000 gebaut worden, wesentlich länger verkauft worden, weil sie definitiv dann noch up to date war, aber es steckt viel mehr hinter diesem doch etwas unscheinbaren Äußeren, denn das war Pentax letzte wirklich professionelle System-Spiegelreflexkamera. Und was das heißt und wie die sich als System so präsentiert hat, das gucken wir uns in dem Video heute mal an. Ja, professionell, da denkt man natürlich in erster Linie an sowas wie eine Canon F1 oder eine Nikon F3 oder ähnliches so aus der Zeit. Da sieht die Pentax dann definitiv etwas harmloser aus, ist sie aber gar nicht. Denn im Inneren, da bietet sie einiges, einen hybriden Verschluss, also teils mechanisch, teils elektronisch gesteuert und das Ganze bis zur 2000stel Sekunde hoch. Mechanisch werden die Zeiten gesteuert von der 2000stel bis zur nicht vorhandenen 1/75stel. Das geht richtig schwer von den Lippen, dieses 1/75stel ist man nicht gewohnt. Also sagen wir es anders, von der 60stel bis zu vollen 125 Sekunden wird das Ganze elektronisch geregelt, darüber bis 2000stel rein mechanisch. Ja, das Ganze mit einem Titan-Rollo-Verschluss, der diese 2000stel ermöglicht und ansonsten halt das volle Programm. Das heißt, es gibt also ein wechselbares Prisma hier oben. Es gibt, da kommen wir später noch zu, jede Menge Zubehör und eine absolut auf den professionellen Anwender ausgerichtete Konstruktion. Was das heißt, diese Kamera war eine der ersten Kameras, wenn nicht überhaupt die erste, die ganz explizit weather sealed, also gegen Umwelteinflüsse versiegelt ist. Das hat man erreicht, indem man überall Gummidichtungen eingebaut hat und auch verschiedene Baugruppen innerhalb der Kamera nochmal gegeneinander abgedichtet sind, sodass Staub und Feuchtigkeit es schwer haben, in diese Kamera einzudringen und das Ganze dann eben in der rauen Arbeitsalltagsanwendung sehr, sehr zuverlässig ist. Die ganze Kamera ist als Zeitautomat konzipiert, hat eine Belichtungsmessung, die auf zwei verschiedene Varianten funktioniert, und zwar einmal im manuellen Modus, da ist das Messfeld etwas kleiner und bietet auch den kleineren Range, nämlich von 1 EV bis 19 EV, das Ganze bei ISO 100. Und im Automatikmodus, da sind es minus 6,5, also das ist schon ziemlich duster, bis hin zu 20 EV, auch wieder ISO 100. Und wo wir bei ISO sind, ISO 6 bis 3200, das sind die Werte, die sich direkt einstellen lassen. Ähnlich wie bei einer Olympus OM4 oder OM3, auch bei den kleineren Olympen, ist es so, dass die Belichtungsmessung nicht irgendwo im Prisma stattfindet, sondern auf der Filmebene. Das heißt, die Kamera reagiert auch noch während der Belichtung auf veränderte Lichtverhältnisse. Das ist natürlich die erste Voraussetzung auch für TTL-Blitzbetrieb. Auch dafür ist die Kamera quasi, so ist scharf, ausgerüstet. Hier sind also zusätzliche Kontakte. Dann weiter Systembetrieb, ja, wechselbare Sucheraufsätze. 6 Sucher gab es mit 3 Erweiterungsaufsätzen und 14 Mattscheiben. Das ist eine ordentliche Bandbreite, mit denen man fast allen fotografischen Aufgaben gerecht werden kann.
Und um das noch weiter zu treiben, natürlich auch Anbauteile wie Datenrückwände, nicht nur für das Datum, was dann einbelichtet wurde, sondern auch für sequenzielle Nummerierungen, für wissenschaftliche Arbeit etc. pp. Als auch Langfilmmagazine für, ich glaube, bis zu 10 Metern passen da rein. Da kann man also einiges verschießen. Das Ganze gepaart mit einem Vollinformationssucher. Ich sehe also die eingestellte Blende, die eingestellte Verschlusszeit und die von der Belichtungsautomatik vorgeschlagene Verschlusszeit. Auch da bin ich absolut im professionellen Bereich unterwegs. Nicht ganz professionell oder im professionellen Bereich nicht ganz an der Obergrenze. Die Sucherabdeckung, die ist nämlich etwas kleiner als bei den 100% Suchern. Die anderen Systeme boten 97 in der einen, ich glaube 95 oder 93 in der anderen Achse. Also marginal kleiner als das gesamte Kleinbild negativ, was hier abgebildet wird. Aber machen wir uns nichts vor, das ist nicht spielentscheidend, denn ich habe es ja auf jeden Fall drauf. Ich habe einfach etwas mehr auf dem Bild. Abgerundet und bevor wir das uns im Detail angucken, wird das Ganze durch einen mechanischen Vorlauf und eine Spiegelvorauslösung, Mirror-Lockup-Funktion genannt. Wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wenn wir die Kamera im Detail betrachten. Dazu fangen wir wie immer auf der linken Schulter an, hier um die Filmrückspulkurbel, mit der sich der Film zurückspulen lässt, die gleichzeitig beim Hochziehen auch zum Entriegeln der hier als verbauten Rückwand dient, habe ich eine Belichtungskorrektur von 2 Minus- bis 2 Plus Stufen und ich habe hier unten die ISO-ASA-Einstellfunktion. Dazu kann ich hier den kleinen Knopf an der Seite drücken, bisschen friemelig, aber dann kann ich das Rad hier frei drehen und das Ganze für die Plus-Minus-Korrektur mit dem Knopf hier oben, da kann ich dann meine EV-Korrektur einstellen. Wenn wir schon hier an diesem Hebel sind, der hat noch eine zweite Funktion, die ist bei der Pentax auch ganz toll gelöst im Vergleich zu anderen Systemkameras mit wechselbaren Sucheraufsätzen. Wenn ich das hier freigebe, springt der Sucher schon ein bisschen nach hinten und dann kann ich ihn ganz spielend leicht hier rausnehmen und habe dann direkt einen Blick auf die Mattscheibe und wir sehen, wenn wir den Sucher umdrehen, hier ist auch gleich eine Dioptrienkorrektur und die entsprechenden Kontakte für die Blitzinformationsweitergabe. Das mit der Dioptrienkorrektur und der Okulareinblick, die ist natürlich nicht bei allen Suchern gleich. Das ist dann entsprechend dem entsprechenden Suchermodell, was ich mir da ausgesucht habe. Das hier ist der FA1, der Standardsucher, und der geht genauso spielend leicht wieder hier drauf und rastert dann ein. Also besser kann man das definitiv kaum lösen. Blitzschuh haben wir schon angesprochen, hier oben mit dem Mittelkontakt und den zusätzlichen elektronischen Kontakten zur Blitzsteuerung. Und dann sind wir auf der anderen Seite. Das Verschlusszeitenrad, nicht 360 Grad drehbar, aber von der 2000stel runter bis Bulb. Das Ganze rastet in der Automatikfunktion ein. Da habe ich hier so einen kleinen unscheinbaren Knopf, den ich drücken muss. Ich glaube, den sieht man gar nicht, wenn ich meine Pranke da drauf packe, aber hier ist ein kleiner Knopf vor Automatik. Und wenn ich den drücke, dann ist es entriegelt, lässt sich drehen. Wie gesagt, nicht 360 Grad, aber ansonsten sehr gut bedienbar. Der Auslöser mit einem Kragen drumherum, damit kann ich den Auslöser mechanisch blockieren. Jetzt ist er freigegeben. Jetzt könnte ich auslösen, so die Kamera aufgezogen wäre. So, und dann löst sie auch aus. Der Aufzugshebel hat eine einklappbare Funktion. Der ist also hier recht starr arretiert und ich muss ein bisschen Kraft aufwenden, dann poppt er raus. Das ist nicht wie bei Nikon ein Ausschalter, den haben wir ja hier quasi um den Kragen herum, aber es ist eine Sicherheitsfunktion, dass der Hebel eben nicht in der Gegend rumbamselt. Auf der Rückseite wird sehr übersichtlich, je nach verwendetem Suchertyp habe ich halt hier einen Okulareinblick in der ein oder anderen Form und ein Film-Memo-Fenster. Soweit alles bekannte Kost. Auf der Vorderseite haben wir die typischen Pentax-proprietären Halteösen, Halte-Nippel für die Gurtaufnahme. Ja, so komplex wie das System hier ist, so komplex ist dann auch die Namensgebung. Ich weiß gar nicht, wie man die bezeichnen soll. Jedenfalls sind die schweineschwer zu kriegen und mit nichts anderem kompatibel. Dafür aber Pentax typisch, zwei auf der horizontalen Achse
und 2 auf der vertikalen Achse, falls ich meine Kamera hochkant transportieren möchte. Da wir schon auf der Seite sind, dann bleiben wir nicht ganz in der Reihenfolge, aber hier sehen wir gerade schon mal die Blitz-Synchronbuchsen. Etwas anachronistisch eine FP-Buchse und eine Elektronenblitz-Kontaktbuchse. Man wird vermutlich immer nur die untere benutzt haben. Des Weiteren gibt es hier noch 2 zusätzliche Kontakte, die auch der Blitz- und Fernauslösesituation dienen. Auf der anderen Seite die Pentax-typische Objektiventriegelung. Das nutzen wir auch gleich mal, um hier diese Fünftel-Sechstel-Drehung zu machen, das Objektiv abzusetzen, denn dann können wir uns hier ganz sportlich die Spiegelvorauslösung angucken. Wenn ich da den Knopf in der Mitte drücke und das Ding zum Bajonett hinschiebe, dann klappt der Spiegel hoch und der Verschluss ist direkt freigegeben. Und wenn ich jetzt auslöse, kein Spiegelschlag mehr, sondern nur noch ein freundlich reagierender Verschluss, der im Automatikmodus jetzt wahrscheinlich einen halben Tag offen bleibt. Ich erspare ihm das mal eben und gehe mal raus aus dem Modus. Ja, dann sollte er wieder zugehen. Hervorragend. Und man sieht hier auch auf dem Verschluss das Muster, was eben genutzt wird von dem Lichtsensor, um hier mittleres Grau zu empfinden und dann auf dem Verschlusstuch oder später auf der Filmebene zu messen. Ja, das war's rund ums Bajonett. Können wir das Objektiv wieder drauf montieren. Auch das bekannt, roter Punkt auf roter Punkt. Und immer schön, wenn man es nicht sehen kann, dann kurz gedreht. Und schon haben wir das Objektiv wieder drauf. Wenn ich auf den Knopf wieder drücke, springt der Spiegel aus der ausgelösten Funktion wieder runter. Und ich kann das Ganze hier auch prima als Vorlauf benutzen. Dazu ziehe ich das Ganze auf und gebe es dann über den Auslöser frei, wenn ich den nicht gesperrt habe. Und dann läuft das Ganze wunderbar mechanisch ab. Und die Kamera macht irgendwann... Ah, schlechtes Timing, ihr Bild. Ja, das war's an Bedienelementen. Wir gucken noch kurz auf die Unterseite, denn da gibt es einiges zu sehen. 2 verdeckelte Anschlüsse für den Motorantrieb. Das muss eine professionelle Kamera haben, damit man Serienbilder schießen kann. Ein Batteriefach, 2x LR44. Ein Stativgewinde, eine Rückspulfreigabetaste, eine Weitergabefunktion, also im Prinzip ein versiegeltes Loch mit einem ventilartigen Stößel drin, der direkt mit dem Auslösehebel gekoppelt ist. Da kann ich also eine Auslösebewegung an den Motor weitergeben oder vom Motor einen Vertikalauslöser hier nutzen, der mir das dann auch weitergibt. Ja, und dann haben wir hier noch die Kontakte für die Motorsteuerung, derer es hier hinten auch noch 2 gibt. Ich glaube, die sind für eine Datenrückwand. Ja, im Prinzip geben die immer nur Auslösung weiter. Ist also nichts großartig Komplexes. Das war es auf der Unterseite und jetzt wird es Zeit, sich anzugucken, wie sich die Kamera denn in der Praxis schlägt. Da sie leicht ist, sie nicht wirklich, ist schon solide gebaut, aber da sie sehr kompakt ist, bedient sie sich eher wie eine, das habe ich gesagt, Prosumer-Kamera, sehr wertig verarbeitet und ja, lässt sich doch sehr zeitgemäß bedienen. Wenn ich durch den Sucher gucke, dann habe ich eine wunderbare Zeitenreihe von der 2000stel bis zu vollen 4 Sekunden LT Longtime Bulb und oben den Automatikmodus und ich sehe mit dieser kleinen blauen Kelle sehr ähnlich wie bei Nikon, dass ich hier quasi eine Verschlusszeit eingestellt habe. Ich habe zudem noch eine rote Kelle, die sieht man jetzt im Moment nicht. Wenn ich die Belichtungskorrektur eingeschaltet habe, einmal, bei anderen steht 0, okay, einmal ist natürlich auch richtig. Und ich habe eine Reihe von LEDs, die mir die Werte anzeigt, die der Belichtungsmesser ermittelt hat.
Ich habe mir bei dieser Kamera, das war ein Punkt, der mich sehr für sie eingenommen hat, die Mattscheibe verbaut, ganz ohne Scharfstellhilfe. Finde ich ganz toll, weil man da viel mehr das Gefühl kriegt, man guckt ein Bild an, als man bedient irgendwas. Also für mich persönlich war das ein echtes Aha-Erlebnis, so eine Mattscheibe ohne Schnittbildindikator oder Mikroprismenring zu haben, sondern wirklich vollflächig Bild zu sehen. Ist natürlich beim Scharfstellen dann vielleicht ein bisschen kniffliger, ist mir auch das ein oder andere Mal der Fokus verrutscht, aber das ist auch eine Lernkurve, da gewöhnt man sich dran und dann finde ich dieses klare, unverfälschte Bild doch sehr, sehr reizvoll, um durch die Kamera zu gucken. Am oberen Rand, das ist allerdings wirklich sehr weit oben, also ohne Brille ist es ein bisschen leichter zu sehen, mit Brille muss ich da schon sehr von unten reingucken, ist noch die Einspiegelung der Blende. Das funktioniert hier vorne über diese kleine Optik. Ja, und dann habe ich im Sucher alle Informationen, die ich brauchen könnte. Wie gesagt, in der Praxis ist die Kamera aufgrund ihrer Kompaktheit und ihrer Schlichtheit eine tolle Begleiterin. Und heute, wo man sie dann nicht mehr unbedingt als professionelles Arbeitspferd, sondern als wirklich hochwertige Analogkamera einsetzen will, definitiv einen Blick wert. Ist nicht ganz günstig, also 350, 400, 450 Euro wird man auf den Tisch legen müssen. Dafür gibt es bei Pentax eine nahezu unendliche Auswahl an spannenden Objektiven, von der Pancake-Linse bis hin zu großen Telebrennweiten. Alles prima damit verwendbar und auch die modernen Objektive, das Pentax Mount ist ja immer noch kompatibel, kann man hier natürlich verwenden. Deswegen kriegt das Ding von mir definitiv eine Empfehlung für jemanden, der im Pentax-System sowieso schon unterwegs ist. Absolut unbedingt wichtig, sich die Kamera mal anzuschauen. Euch wünsche ich an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Fotografieren, beim Anschauen von neuen Kameras, beim Jagen auf spannende Kameramodelle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wie immer an dieser Stelle sage ich, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert. Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.